Welch unbegreifliches Wunder. Die Quelle des Lebens wird in die Gruft gelegt und eine Leiter zum Himmel wird das Grab. Begnadete, freue dich, mit dir ist der Herr. Du erstrahlst in Gott leuchtender Gnade. Mit der Kirche des Ostens, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir an diesem Tag so beten. Dürfen wir so von Maria sprechen. Und allein darin wird schon deutlich, wie auch Impuls des Evangeliums, den Maria selber in ihrem Lobpreis gibt: Selig preisen mich alle Geschlechter, alle Generationen, also auch wir heute hier. Auch die Kirche im Jahr 2010 preist Maria selig. Allein an der Sprache, am Gestus dieses Lobpreises wird deutlich, dass wir hier nicht ein vertrocknetes Dogma feiern. Natürlich ist es ein Glaubensdogma. Ex cathedra verkündet, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist. Aber davon kann man nicht leben. Wir leben vielmehr, liebe Schwestern und Brüder, von einer Wirklichkeit, die dieses Dogma bezeichnet. Und deshalb ist es gut, dass wir es haben. Wir sehen an Maria, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, den Weg der Kirche. Den Weg aller Getauften, unseren Weg, ja, meinen unverwechselbaren Weg, den Weg zum Himmel. Ein geistlicher Lehrer unserer Zeit ruft uns etwas in Erinnerung. Er sagt, wenn wir die Botschaft des Evangeliums verinnerlicht haben, leben wir unser Leben mit Augen, die auf die Ewigkeit gerichtet sind. Und wir lassen uns nicht von den Sorgen um etwas niederdrücken, das flüchtig und vergänglich ist. Und er fährt fort. Die im Neuen Testament verkündeten Morallehren dienen nur diesem einzigen Zweck. Sie sind nicht vorrangig eine Charta für eine bessere Gesellschaft, sondern sie sind etwas wie eine Landkarte, die markiert den Weg zum Himmel. Und deshalb ist es auch gut, dass wir uns in Erinnerung rufen, so oft heute das Zweite Vatikanische Konzil, von dem ja einige immer noch irgendetwas hineingeheimnissen oder davon träumen, obwohl sie die Texte nie gelesen haben. Deshalb ist es gut, wenn ein Text aus Lumen Gentium, aus der Konstitution über die Kirche heute zu uns spricht. Das siebte Kapitel trägt die Überschrift: Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche. Nichts anderes sehen wir in Maria an diesem heutigen Tag. Nichts anderes als eine Illustration dessen. Pilgernde Kirche unterwegs sein, jetzt in dieser Zeit, ja, aber nicht der Weg ist das Ziel, sondern ein klares, definiertes Ziel vor Augen. Deshalb sind diese, wenn man die ein bisschen zusammenmischen darf, diese Himmelfahrtsfeste, Christi Himmelfahrt, ähnlich wie die Aufnahme Mariens in den Himmel, man unterscheidet das ja im Begriff der Volksmund, wie Sie wissen, nicht. Deshalb sind es immer Feste der Sehnsucht. Alle Texte sprechen davon. Wo machst du dich fest? Wo hast du dein Herz? Wo bist du mit deinen Gedanken? Ich weiß, Sie wahrscheinlich nicht anders als ich auch. Bei dem Krümmelkram vor den Füßen. Bei diesem ganzen Zeug, das uns jeden Tag auf die Füße fällt. Was uns bewegt, was uns Sorge macht, was uns den Schlaf raubt. Bei all dem. Schade. Aber umso wichtiger ist, dass wir diesen Tag heute feiern, weil er uns etwas anderes in Erinnerung ruft. Keine Halbierung des Menschen, liebe Schwestern und Brüder. Sind nicht all die Probleme, die wir auch als Kirche vor uns herschieben oder die uns immer wieder einholen, genau ein Krisenzeichen dafür, dass wir auch in der Kirche den Menschen halbiert haben, so wie in der Gesellschaft? Der Mensch lebt jetzt aus. Der Mensch ist Leib und er muss auf seine Kosten kommen. Das hat die Kirche nie verleugnet, aber sie weiß um mehr. Sie weiß, dass der Mensch eben nicht nur Leib ist, das ist er auch. Und das ist etwas Wichtiges. Kein Mensch kann an seinem Leib vorbeileben. Aber das ist nur die eine Seite, es ist nur die eine Hälfte. Er ist Leib und Seele. Er lebt jetzt, um in die Ewigkeit zu gehen. Um in der Gegenwart Gottes im Himmel anzukommen. So müssen wir leben, liebe Schwestern und Brüder. Nicht nur, dass wir es nicht verschweigen dürfen,
sondern wir als Christen haben Auskunftspflicht all denen gegenüber, die einfach so dahin leben und ihr Leben reduzieren auf das Jetzt und auf ihren Leib. Unsere hedonistischen Schwestern und Brüder, hätte ich fast gesagt. Man kann sie inzwischen in jeder Familie finden. Wir holen jetzt alles raus. Wir kitzeln das nochmal so richtig hervor. Das wird doch gelacht. Wir kommen auf unsere Kosten. Wie erzählen wir das den Flutopfern in Pakistan, liebe Schwestern und Brüder? Auch viele Christen darunter in einem islamischen Land. Ist ja egal, sind Menschen. Wie erzählen wir denen das? Wie rechtfertigen wir uns? Nach dem Motto, der liebe Gott hat gewollt, ich werde in Deutschland geboren. Glück gehabt. Und wenn sie dann in Görlitz leben, sind sie auch abgesoffen. Dann geht die Rechnung schon wieder nicht mehr auf. Wir haben Auskunftspflicht. Im Blick auf jeden Menschen, auf jedes Kind, das um sein Leben ringt. Im Blick auf jede Frau, auf jeden Mann. Und wir sind es schuldig, dass wir vom Himmel sprechen. Und deshalb dürfen wir diese Tage gar nicht herunterspielen, sondern von der Aufnahme Mariens in den Himmel freudig reden, voller Begeisterung reden, im Blick auf diese Frau, die mit Leib und Seele im Himmel angekommen ist, in Gottes Gegenwart. Wir bekennen das in jedem Sonntagsgottesdienst, das ewige Leben, den Himmel. Im apostolischen Glaubensbekenntnis ganz drastisch. Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Gleichen Sie es kurz ab mit dem, was Sie sich unter Himmel so vorstellen. Mit all diesem ganzen Himmelsfirlefanz, der manchmal fromm dargestellt wird, aber voll daneben ist. Das hat mit Himmel nichts zu tun. Auferstehung, liebe Schwestern und Brüder, ich will noch einmal diesen geistlichen Lehrer zitieren. Auferstehung, die wir als Christen erhoffen, ist keine verwässerte Kopie unseres jetzigen Lebens, sondern führt jeden Moment unseres Lebens und der Erfüllung, die wir hier nur unvollkommen erfahren, in einem intensiven und ewigen Moment zusammen. Der Himmel ist unendlich reicher als unser Halbleben, das wir kennen. Die Grenzen zwischen uns und anderen Menschen sind vollkommen offen. Und es gibt weder Zeit noch Raum, um das, was wir fühlen, zu verwässern. Und er schließt mit der Bemerkung, die wir zu unserer eigenen machen sollten. Wenn wir tatsächlich glauben, dann können wir nicht anders als das ewige Leben mit jeder Faser unseres Seins zu ersehnen. Und das hat nichts zu tun, liebe Schwestern und Brüder, mit Flucht vor der Wirklichkeit, mit der Flucht vor dem eigenen Leib, mit der Flucht vor dieser Welt oder der eigenen Geschichte. Da kommen wir im Himmel an und haben nichts. Was soll sich denn da in einem ewigen Moment vollenden, wenn es gar keine Momente hier unten gab? Pech gehabt, werden wir wieder zurückgeschickt. Nein, der Himmel ist die Vollendung dieses Lebens. Alles, worunter wir ja leiden, dass wir es nur bruchstückhaft erfahren. Verweile doch, du bist so schön, sagen wir zuweilen, weil wir es nicht ganz haben können und weil wir diese Momente eben nicht festhalten können. Ganz unabhängig von Geld oder anderem Glück in einer Beziehung. Es ist nicht festzuhalten. Es ist der Veränderung, manchmal dem Verfall unterworfen. Wie wir das an unserem eigenen Körper merken. Aber das ist eben nicht alles. Es ist eine Anzahlung, liebe Schwestern und Brüder. Eine Anzahlung auf das, was sich vollenden wird. Gott, der Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen hat, gibt uns ein kräftiges Zeichen, eine Ermutigung. Und sind wir dankbar für diesen Tag. Und so sollten wir ihn feiern. Die Quelle des Lebens wird in die Gruft gelegt und eine Leiter zum Himmel wird das Grab. Begnadete, freue dich, mit dir ist der Herr. Du erstrahlst in gottleuchtender Gnade.